Bevor das Hörspiel losgeht, hier noch ein Hinweis. Hierbei handelt es sich um eine Dark Age Produktion. Die Dark Age Reihe spielt 3000 Jahre nach der Schlacht um Yavin und enthält viele gewalttätige Szenen. Für alle, die diese Art von brutalen Content meinen wollen, bitte beachtet stets das Dark Age Symbol im Cover. Und nun viel Vergnügen. Der huttische Dichter Netu sagte einmal, dass sich die Farbe der Seele in den Leuchtreklamen von Nashadar verliert, bis der Regen sie verblasst hat. Aber Nashadar ist auch kein Ort der Gerechtigkeit. Es ist eine Welt der Verlierer. Eine Welt für Leute wie Kress, die nichts haben, aber alles wollen. Kress war euphorisch, als er die Gruft verließ. Er hatte die kleine Pyramide sicher in seiner Jackentasche verstaut und bahnte sich seinen Weg durch die verdreckten Straßen. Als er bei einer kleinen Unterführung war, endlich geschützt vom Regen, kam ihm eine Bande Vikrays entgegen. Und dann habe ich den Typen abgestochen, während er noch gebettelt hat. Beim Vorbeigehen rempelte einer der Vikrays Kress direkt an. Doch statt wie üblich zurückzuzucken, drehte sich Kress zu ihm um. Er ging ihnen ein paar Schritte nach, bis sie alle wieder im Regen standen, bevor er sie ansprach. Ey, du solltest aufpassen, wen du anrempelst. Sprichst du etwa mit uns? Mit welchen Idioten sollte ich bitte sonst reden? Im Normalfall wäre Kress eingeschüchtert gewesen. Doch der Namenlose, der nur bei ihm war, gab Kress das Selbstvertrauen, das er ein Leben lang suchte. Verpassen wir den Trott in der Abreibung. Die V-Krays zückten ihre Rohrstangen. Und als Kress sich gerade auf den Kampf vorbereiten wollte, schlug ihn einer der V-Krays direkt ins Gesicht. Zahnsplitter flogen und Blut spritzte, als die Rohrstange Kress traf. Kriechend am Boden versuchte er sich wieder aufzurichten. Wo willst du hin? Wo willst du hin? Kress krümmte sich am Boden, während ihre Schläge, genau wie der Regen, auf ihn einprasselten. Haben wir dich beim Kriechen etwa angerempelt? Bitte? Verzweifelt versuchte Kress wegzukommen, aber als er seine Hand zu weit ausstreckte, trat einer der V-Krays direkt drauf. Ah, war das etwa deine Hand? Sie traten immer weiter auf ihn ein, bis Kress halb tot war. Ich glaube, das ist der dritte Typ, den wir die Woche umlegen. Lass gut sein. Sehen nach, ob er Credits dabei hat. Nicht ein Chip, Boss. Was machen wir jetzt mit ihnen? Machen wir ihn kalt? Nein, verpassen wir ihn eine Dusche. Oh ja! Kress konnte sich kaum noch rühren und er sah auch nichts mehr, da seine Augen vom Blut geschwollen waren. Aber er merkte, dass die warme Flüssigkeit, die auf ihm lief, kein Regen war. Guck mal, ich glaube, er trinkt was davon. Oh, entschuldige nochmal, das würde ich angerempelt haben. Na kommt, Leute, lassen wir den Loser hier liegen. Völlig am Ende seiner Kräfte spuckte Kress einen Klumpen Blut aus, an den er fast erstickt wäre. Er dachte, indem er den Namenlosen die Treue schwört, würde er nie wieder am Boden liegen. Nie wieder das Opfer sein.
aber nichts von alledem ist passiert. Noch Stunden vergingen, bevor Chris die Kraft hatte, sich allmählich aufzurichten. Er wusste, er hätte nicht mehr als ein paar Tage, bevor Rev den Job der V-Craze zu Ende bringen würde. Chris kehrte in sein belangloses Leben zurück. Es waren bereits mehrere Tage vergangen, wo er sich seinem alten Leben hingab. Nichts hatte sich verändert. Der Namenlose schien einfach nicht da zu sein. Er hoffte, dass sich alles verändern würde mit dieser alten Entscheidung. Aber nichts tat sich. Er dachte, die Kraft, die er sucht, würde er von ihm bekommen. Hatte er ihn betrogen? Alles ist sinnlos. Gedankenverloren griff er nach seinem Datapad, um sich mit einer Holoaufzeichnung abzulenken und sich kurzes Vergnügen zu gönnen. Schwächling! Ihr seid es! Ihr habt euch seit Tagen nicht gemeldet! Ich dachte, ihr steht zu eurem Wort! Das tue ich auch! Ich habe euch beobachtet! Ich bin und war immer bei euch! Ihr verspracht mir, die Geheimnisse der dunklen Seite beizubringen! Aber nichts von all dem ist geschehen. Natürlich nicht. Seht euch an. Ihr seid fett und wildschwach. Ihr seid nicht in der Lage, die Stärke aufzubringen, die nötig ist. Und außerdem verfolgen uns die Jedi. Was soll ich jetzt tun? Anhänger der dunklen Seite, bitte nicht um Hilfe. Die dunkle Seite feiert die Stärke des Individuums, des Einzelnen. Ihr mögt Potenzial haben, aber seht, wie es verschwindet. Ich verstehe nicht, was ihr meint. Ihr müsst lernen, die Dinge aus der Sicht eines Sith zu sehen. Nehmt dieses Datapad als Beispiel. Es kettet euch an den Moment. Es mag euch kurzfristige Befriedigung schenken, einer Sendung und der Unterhaltung zu lauschen. Aber in Wirklichkeit schadet es euch. Es befriedigt ein Bedürfnis, aber dieses Bedürfnis ist nur eine Ersatzbefriedigung für euch. Ihr müsst lernen zu hungern. Und nur so, wenn ihr diese Leere spürt, werdet ihr nach mehr trachten. Ich denke, ich verstehe. Dieses Datapad ist Frieden, und Frieden ist eine Lüge. Ihr sagt die Worte, aber ihr versteht nicht den Sinn dahinter. Überlegt weiter. Wenn ihr immer dieser Unterhaltung lauscht, wird es ein Bedürfnis euch befriedigen, nachdem ihr nicht mehr hungert. Und somit seid ihr an dem Moment gekettet. Ihr werdet auch weiter schwach bleiben. Und nie nach mehr suchen. Es verschwendet eure Zeit. Es verschwendet eure Kraft. Und ihr denkt nicht mehr an den Wunsch nach mehr. Ihr bleibt das, was ihr seid. Und das ist erbärmlich. Chris betrachtete das Datapad und dachte über die Sendungen nach, die er sein Leben lang verfolgt hat. Über die verschwendete Zeit, die er darin investiert hat und dass es ihm nichts gebracht hat, außer ihn festzuhalten und die Jahre vergehen zu lassen und die Tage erträglich zu machen, aber dafür zu sorgen, dass er nichts ändert. Wut stieg in ihn auf. Er begann, diese Ablenkung zu hassen, die er sich hingab. Er verabscheute, was es war, und er wusste, dass das mit ein Grund war, dass er dort war, wo er jetzt war. Und nicht dort, wo er hin wollte. Ja, ich spüre euren Zorn, euren Hass. Fühlt, was diese Aufzeichnungen mit euch gemacht haben. Sie hielten euch fest und bescherten euch Frieden. Die größte Lüge von allen. Die Kette, die sich um euch zog und euch alles nahm, was ihr wolltet.
spürt, was es ist und hasst es. Es wird Zeit, sich darüber zu erheben und mehr zu wollen. Ihr habt recht, ich hasse es, ich will mehr. Es wird Zeit, diese Schwäche in euch zu töten. Ja, Meister, ich werde sie sterben lassen. Dieses Verhalten bin nicht ich. Ich hätte es schon längst erkennen müssen. Es kann ein so leicht erscheinen, sich den Frieden hinzugeben. Aber du musst erkennen, dass dies der größte Schmerz von allen ist. Und immer, wenn du diese alte Schwäche siehst, musst du spüren, welches Leid es dir in Zukunft bereiten würde. Darum muss es sterben. Sagt mir, was ich tun soll. Zunächst müssen wir dein Geist und Körper stärken, damit du nie wieder den alten Schwächen einheimfällst. Ich füge mich euren Lehren. Wisse, dass ich dich stets beobachte. Du musst Verachtung für die eigene Schwäche entwickeln. Nur das wird dir Stärke bringen. Das werde ich, Meister. Dieses Training wird Zeit brauchen. Aber sobald du es gelernt hast, wirst du jene Kraft haben, von der du träumst. Und all deine Ziele werden möglich sein. All deine Wünsche wirst du dir erfüllen können. Und du wirst der sein, der du sein willst und nie wieder schwach. Kress spürte, wie er Verachtung für die Holo-Aufzeichnung entwickelte, da sie ihn zum Sklaven eines Bedürfnisses machte, ihn schwach machte und ihn daran hinderte, sich zu dem zu entwickeln, der er sein wollte. Er war froh, dass er diese Wahrheit nur erkannt hat. Der erste Leitsatz der Sith, dass Frieden eine Lüge ist, begann Gestalt in seinen Verstand anzunehmen. Frieden ist eine Lüge. Es gibt nur Leidenschaft. Gut. Deine erste Aufgabe wird es sein, alle Dinge zu notieren, die Leidenschaft in dir wecken. Finde sie. Nütze sie. Und halte dich von allen fern, was Frieden bedeutet, das dich deiner Kraft beraubt und dir die Möglichkeit nimmt, zu wachsen. Suche Leidenschaft, meide Frieden. Ja, ich werde mich nach eurer ersten Lektion richten und alles notieren, was Leidenschaft in mir weckt, um diese Kraft zu nutzen. Sehr gut. Wenn du das gelernt hast, deine Wünsche und Bedürfnisse als Antrieb zu nutzen, dann bist du wahrlich Sith. Danke, Meister. Ich werde die Dinge, die Leidenschaft in mir wecken, finden und lernen zu nutzen, um meine Ziele zu erreichen. Ausgezeichnet. Das ist der Beginn eurer Ausbildung. Kress fasste sich in sein von den Rohrstangen gezeichnetes Gesicht. Er wusste, sobald er alles gelernt hat, wäre es Zeit für jemand anderen zu leiden. Aber nicht mein Griechen erwartet.